Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 60. Antrag der Fraktion Die Linke, Studierende und Hochschulen jetzt unterstützen, Armut und kalte Hörsäle verhindern, Drucksache 20-9283. Zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 95, das ist der dringliche Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, gemeinsam die Folgen der Energiekrise für Hochschulen und Studierende bewältigen, Drucksache 20-9349. Und als erstes hat die Abgeordnete Kula das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste! Die Preise steigen, Menschen wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen, überlegen sich, ob sie heizen oder essen sollen, Urlaube werden abgesagt, und die kleinen Rücklagen sind häufig schon längst geschmolzen. Die Energiekrise ist eine große Gefahr für den sozialen Zusammenhalt, und die Pakete der Bundesregierung sind nicht ausreichend oder helfen nur denjenigen am meisten, die es gar nicht brauchen. Geringverdiener, Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner werden mit mageren Einmalzahlungen abgespeist. Echte, dauerhafte Entlastung sieht anders aus. Und es braucht jetzt endlich eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums zur Mehrheit der Bevölkerung. Ansonsten drohen die Spalter und Hetzer, die wir ja gerade gehört haben, noch mehr Aufwind zu bekommen, meine Damen und Herren. Und auch das Land muss hier die Verantwortung übernehmen. Nach dem von uns eingeforderten Sozialgipfel hat die Landesregierung ein Hilfspaket in Höhe von 200 Millionen Euro angekündigt. Und das ist ja erst einmal nicht verkehrt. Ganz klar ist aber noch nicht, welche Einrichtungen genau davon profitieren werden. Aber schaut man sich die Unterstützungspakete mal genauer an, dann sind sie löchrig wie ein Schweizer Käse. Und vor allem der Bildungsbereich ist eine große Leerstelle. Dabei ist Bildung doch eine generische Landesangelegenheit. Schulen gehören ja zum Glück ja schon zur kritischen Infrastruktur. Das heißt, sie müssen auch während einer Energiekrise geöffnet bleiben. Jetzt überlegen sich aber schon die Landkreise, wie sie das bei den aktuellen Preisen eigentlich finanzieren sollen. Und das Ergebnis ist ein Flickenteppich aus Maßnahmen. Stadt und Landkreis Offenbach hat jetzt für weiterführende Schulen die Raumtemperatur auf 19 Grad gesenkt. Und ich sage das mal so, ich halte das wirklich für absolut untragbar. Die Arbeitsstättenregel schreibt plus 20 Grad Celsius für leichte sitzende Tätigkeiten vor. Und diese gesetzlichen Vorschriften sind ja nicht wahllos gewählt, sondern sollen vor allen Dingen gesundheitliche Risiken vermeiden. Aber an hessischen Schulen kennt man sich mit Frieren dank fehlender Luftfilter in den letzten Jahren ja aus, meine Damen und Herren. Und nicht unter die kritische Infrastruktur fallen aber leider die hessischen Hochschulen. Die Auswirkungen davon haben uns die Präsidentinnen und Präsidenten der Hochschulen letzte Woche ins Stammbuch geschrieben. Der Hochschulbetrieb ist enorm energieintensiv. Die meisten hessischen Hochschulen sind von Gas abhängig. Und die Sorge, die Energiekosten im Winter schlichtweg nicht mehr tragen zu können, ist in den Hochschulpräsidien allgegenwärtig. Die Landesregierung aber, und das zeigt jetzt auch der Antrag, den Sie vorgelegt haben, von Schwarz-Grün, die Landesregierung will den Hochschulen nicht helfen. Keine zusätzlichen Mittel, keine Unterstützung und kein Plan. Und die Kleinen Augenblick, Entschuldigung, aber es ist sehr laut. Also ein bisschen mehr Ruhe und zum Reden rausgehen, dann können wir die Rednerin besser verstehen. Die Verantwortung wird auf die Hochschulen abgeschoben. Dort sollen Notfallpläne erstellt werden. Und dazu können auch partielle Schließungen der Hochschulen und erneute digitale Lehre gehören. Ich sage Ihnen sehr deutlich, das ist unverantwortlich. Bildungseinrichtungen müssen über den Winter geöffnet bleiben, meine Damen und Herren. Schon während der Corona-Einschränkungen wurden Schulen und Hochschulen dicht gemacht. Und es kann doch nicht sein, dass die Kriege und Krisen dieser Welt auf dem Rücken unserer Bildungseinrichtungen ausgetragen werden. Wir fordern von der Landesregierung endlich einen Schutzschirm für die Hochschulen, sodass der Präsenzbetrieb in diesem Wintersemester gesichert werden kann. Aber wir fordern nicht nur schnelle Sofortmaßnahmen, sondern auch eine langfristige Planung. Und dazu gehört auch ein Programm zur klimaneutralen Hochschule 2030, ebenso wie ein energetisches Sanierungsprogramm. Das Ziel muss sein, bis 2029 80% der Hochschulgebäude energetisch saniert zu haben, damit man nicht mehr einen so hohen Energiebedarf hat, meine Damen und Herren.
Darüber hinaus muss aber endlich das Hochschulfinanzierungssystem vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Denn trotz der Erhöhung der Grundfinanzierung im Hochschulpakt gibt es aufgrund der falschen Wettbewerbsorientierung in der Hochschulfinanzierung in vielen Fachbereichen eine Mangelverwaltung, gerade im Geistes- und Sozialwissenschaften. Wir wollen unsere Hochschulen bedarfsgerecht ausfinanzieren, um gute Forschung und Lehre sowie unbefristete Stellen für dauerhafte Aufgaben flächendeckend garantieren zu können. Und eine Rückkehr ins digitale Semester oder eine Schließung der Bibliotheken der Hochschulen wäre im Übrigen auch eine Umverteilung der Krisenkosten von der öffentlichen Hand hin zu den Studierenden und Lehrenden. Die müssen dann nämlich den ganzen Tag im Homeoffice ihre Bude heizen, und das finden wir sehr ungerecht. Eine solche Form der Umverteilung lehnen wir grundsätzlich ab, weil es ist sehr unsozial, jetzt die Studierenden weiter zu belasten. Die wirtschaftliche Situation der Studierenden hat sich nämlich schon während der Corona-Pandemie drastisch verschlechtert, und die steigenden Preise und ausbleibende dauerhafte Unterstützung stellt viele Studierende jetzt vor existenzielle Probleme. Viele überlegen, ob sie ihr Studium demnächst vielleicht sogar abbrechen müssen. Während der letzten Corona-Jahre mussten 25% aller Studierenden zusätzliche Schulden machen. Schon im Jahr 2020 waren laut einer Studie des Paritätischen 30% aller Studierenden arm. Bei alleinstehenden Studierenden lag die Zahl sogar bei 75%. Und gleichzeitig ging die Zahl der BAföG-Geförderten seit 2012 kontinuierlich zurück. Bei den Anspruchsberechtigten lag die Quote 2021 unter 19%. Und selbst diejenigen, die den BAföG-Höchstsatz erhalten, können davon in den Universitätsstädten kaum noch gut leben. Die jetzigen Preissteigerungen sind nicht durch einmalige Trostpflaster zu heilen. Dauerhafte Kosten brauchen auch dauerhafte Entlastung, meine Damen und Herren. Und Sie werden jetzt sicher gleich anführen, ja, es gab eine leichte Erhöhung der BAföG-Sätze im Rahmen der Mini-BAföG-Reform des Bundes, aber diese leichte Erhöhung wird sofort durch die Inflation aufgefressen. Gleichzeitig wird das Essen in den Mensen immer teurer, die Mieten sind auf einem Rekordhoch und die Semesterbeiträge steigen immer weiter. Die sich zuspitzende soziale Lage der Studierenden geht uns als Land etwas an, und wir müssen endlich alles in unserer Macht Stehende tun, um unseren Studierenden zu helfen. In Hessen haben sich bereits die großen Studierendenvertretungen und der FZS zu einem ersten Krisengipfel getroffen, bei dem sie die Landesregierung aufforderten, endlich aktiv zu werden. Bleibt Hilfe weiterhin aus, wird es erneute Krisengipfel und Proteste der Studierenden geben. Da können Sie sich schon einmal darauf einstellen, Frau Ministerin. Ein Hebel der Landesregierung, den Studierenden zu helfen, ist die auskömmliche Finanzierung der Studierendenwerke. Damit diese ihre sozialen Aufgaben gegenüber den Studierenden angemessen ausüben können, also gutes Essen zu sozialverträglichen Preisen sowie genügend Wohnheimplätze zur Verfügung stellen zu können, muss das Land endlich mehr Mittel zur Verfügung stellen. Leider ist auch davon in Ihrem Antrag nicht die Rede. Angesichts des erheblichen Ausbau- und Sanierungsbedarfs von Wohnheimplätzen wollen wir dafür jedem Studierendenwerk 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen, und wir wollen 2.000 Wohnheimplätze im Jahr schaffen und grundsätzlich wieder dahin kommen, dass das Land 30% der Finanzierung der Studierendenwerke übernimmt. Die Landeszuschüsse für die Mensa-Mahlzeiten, die müssen jetzt sofort schnell steigen, um die Preissteigerung abzumildern. Und wir fordern von der Landesregierung aber auf, dass sie sich auf Bundesebene für eine echte BAföG-Reform einsetzen, damit die Höhe der Sätze endlich dem realen Bedarf entspricht und sich die geförderten Quote deutlich erhöht. Als LINKE haben wir dazu hier im Land und im Bund Vorschläge vorgelegt. Eine weitere Möglichkeit des Landes, den Studierenden die Finanzierungslast ihres Studiums etwas zu mildern, wäre es, die Verwaltungskostenbeiträge in diesem und im kommenden Semester zu erstatten. Wir fragen uns ja schon seit Jahren, was sind eigentlich diese Verwaltungskostenbeiträge von 50 Euro pro Semester und warum sind die überhaupt notwendig? Es sind doch versteckte Studiengebühren, und deswegen gehören sie, genau wie alle anderen Studiengebühren, grundsätzlich abgeschafft. Auch das würde die Studierenden entlasten, meine Damen und Herren. Und wir fordern als LINKE die Landesregierung auf, endlich Hochschulen und Studierende in der Krise zu unterstützen. Bildungseinrichtungen dürfen nicht der Krise zum Opfer fallen. Es ist tatsächlich etwas beängstigend, wie schlecht das Land hier vorbereitet ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Abg. Kula. Für die Fraktion der AfD hat sich der Abg. Dr. Grobe zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der Antrag der LINKEN zeigt wieder einmal deutlich, dass dieser mit der Lebenswirklichkeit nicht in Einklang zu bringen ist. Er ist vielmehr wieder ein Schaufensterantrag, der nur für die eigene linke Klientel gedacht ist. Also für die überwiegend studierunfähigen Extremisten von Ende Gelände, Extinction Rebellion oder der letzten Generation sowie den Fridays for Future-Jüngern. Aber eins nach dem anderen. In Ihrer Vorbemerkung sagen Sie, dass die sogenannten Studierenden deutlich über der Armutsquote der Gesamtbevölkerung liegen. Das ist und war auch schon immer so. Denn Studenten arbeiten nicht, wenn man von den Studentenjobs absieht, und haben schon deshalb ein geringeres Einkommen. Nun beklagen Sie, dass die Zahl der BAföG-Geförderten seit 2012 kontinuierlich zurückgegangen sei. Das ist unbestritten. Aber liegt es nicht einerseits daran, dass viel mehr Eltern ihre Kinder während des Studiums finanziell unterstützen können und diese deshalb auch keinen Anspruch auf BAföG haben? Andererseits, und auch das unterschlagen Sie, sind die Studentenzahlen in Hessen vom Jahr 2010 von 195.000 auf 262.000 im Jahr 2021, also um 34% gestiegen. Das Problem liegt also eindeutig bei der Vermassung der Hochschulen, etwas, was Sie mit verursacht haben. Denn Sie propagieren seit Jahrzehnten, dass jeder studieren soll. Dass viele aber nicht studierfähig sind und, wie wir es schon seit langem fordern, besser eine Ausbildung beginnen sollten, scheint von Ihnen nicht gewollt zu sein. Denn Studenten lassen sich leichter indoktrinieren als Arbeiter. Denn anders als Sie es in Ihrem Arbeiter- und Bauernwolkenkuckucksheim gerne wollen, kommen nämlich die Arbeiter sehr schnell in der Realität an. Ihnen geht es aber um zahlungswilliges, arbeitsfähiges Melkvieh, welches sonst nicht aufzumucken hat. Liebe Frau Kula, ich weiß gar nicht, warum Sie sich wieder aufregen. Schließlich waren Sie es doch selbst, die nicht vor nicht langer Zeit. Herr Abgeordnete Grobe, also Menschen mit Melkvieh zu vergleichen, das rüge ich. Ja. Schließlich waren Sie es doch selbst, die auf einer nicht vor langer Zeit auf einer Podiumsdiskussion gesagt haben, dass DIE LINKE keine Arbeiterpartei ist, sondern die Partei der Studenten sei. Seien Sie doch mal hier wenigstens ehrlich. Das war in Rüdesheim. Dass Ihre Partei aber auch nicht die Partei der Studenten ist, zeigt Ihr Antrag auch auf anderen Stellen. Denn Sie beklagen sich, dass viele Studierende ihre Einkommensquellen während der Pandemie verloren hätten. Doch Sie waren es, die mit den anderen Altparteien gemeinsame Sache machten und mittels einer Scheinpandemie die Lage der Studenten verschärften. Hätten Sie, wie wir von der AfD, diesen Corona-Unsinn nicht mitgemacht und wären dem schwedischen Modell gefolgt, ginge es den Studenten heute besser. Aber das wollten Sie nicht. Nein, Sie haben sogar für die Schließung der Gaststätten, Cafés und Restaurants gestimmt. Hier gingen Hunderte, wenn nicht Tausende Arbeitsplätze von Studenten verloren. Nun bringen Sie die explodierenden Mietpreise in Stellung. Gleichzeitig wollen Sie aber nicht wahrhaben, dass die Studenten vor allem den nach Deutschland illegal einreisenden Migranten bei der schon vorher begrenzten Wohnungsvergabe in Konkurrenz treten. Und letztere nehmen den Studenten vielfach die Bleibe weg, da der Staat für die kleinen Wohnungen deutlich mehr zu bezahlen bereit ist, als sich ein Student leisten kann. Leidtragende sind die Studenten, aber auch Geringverdiener. Sicherlich haben Sie recht, dass die höchste Inflation seit 1951 auch die Studenten besonders hart trifft. Doch auf die Ursache des Inflationsschocks gehen Sie wieder nicht ein. Es ist nämlich die verfehlte EZB-Niedrigzinspolitik seit über 13 Jahren. Haben wir von Ihnen jemals dazu etwas gehört? Nein, natürlich nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, auch wir sind dafür, dass der Hochschulbetrieb im Herbst und Winter in Hessen störungsfrei in Präsenz aufrechterhalten wird. Nicht von ungefähr hatte die AfD am 1. September eine Sondersitzung des Wissenschaftsausschusses zu genau diesem Thema einberufen lassen. Es war unser Berichtsantrag, der sich erstmals mit dem Thema befasste. Denn uns lag ein Schreiben des Prüfungsamtes des Fachbereiches Rechtswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt vor. Danach spielte die Universität mit dem Gedanken, wegen Energiemangels zeitweise zu schließen. Und wie sich herausstellte, hatten wir wohl nicht Unrecht. Denn mit dem
Denn mit bemerkenswerter Arroganz hatte Staatssekretärin Azar versucht, die Öffentlichkeit und damit sämtliche Studenten, Dozenten und Mitarbeiter der hessischen Hochschulen hinters Licht zu führen. Sie behauptete zunächst, besagten Rundbrief nicht zu kennen, um schließlich doch seine Echtheit einzuräumen, diesen als Fehler zu bewerten und zu korrigieren. Letztlich offenbarte sich in der nicht einmal einstündigen Debatte, dass die Landesregierung nicht über praktikable Lösungsansätze für einen möglichen Ausfall der Gasversorgung verfügt. Wir schlittern sehenden Auges in eine Hochrisikosituation während der Herbst- und Wintermonate hinein. Dass die Landesregierung nur die Entwicklung beobachten werde, wie Azar ankündigte, dokumentiert die Hilflosigkeit der grünen Politiker und deren Abgehobenheit gegenüber 262.000 hessischen Studenten, die erneut um ihre Abschlüsse fürchten müssen. Aber beobachten ist ja auch bei Ministerin Dorn ohnehin hoch im Kurs, hat man bei dem einen oder anderen antisemitischen Vorfall bei der Documenta schon gesehen. Wobei es für meine Begriffe eher das Aussitzen und Festkleben am Stuhl war. Es war aber erstaunlich, dass auch von den anderen Oppositionsparteien und Fraktionen, also auch von den Linken, keinerlei politische Initiativen erkennbar waren, den Hochschulen und unseren Studenten in dieser instabilen Situation unter die Arme zu greifen. Auf mögliche Abfederungen angesprochen, wich Staatssekretärin Azar aus und konnte keine konkreten Antworten geben. Aber man agiert seitens der Landesregierung erst, wenn es schon zu spät ist. Das kennen wir seit Jahren. Verantwortliches Handeln sieht anders aus. Aber kommen wir zu den Forderungen der Linken zurück. So fordern die Linken wieder einmal Direktzahlungen. Dass diese 200 Euro nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind und den einzelnen Studenten nichts bringen, verstehen Sie sicher nicht. Dass aber der Steuerzahler und somit auch der Student alles über Steuern wieder zurückzahlen muss, kapieren Sie auch nicht. Alleine hier wären es 52,4 Millionen Euro. Dann fordern Sie eine BAföG-Reform, bei der die Altersgrenzen und die Rückzahlungspflicht abgeschafft werden. Auf solch eine Idee kann nur kommen, wer selbst nie richtig gearbeitet hat und seine Langzeitstudenten, vor allem die Politik, Soziologie und Genderstudenten, unterstützen will. Also auch hier wieder reine Klientelpolitik. Aber Sie wollen auch die bereits heute niedrigen Verwaltungskostenbeiträge und letztlich die Studiengebühren abschaffen. Gleichzeitig aber das 9-Euro-Ticket für Studenten einführen. Dass dieses bereits heute in den Studiengebühren enthalten ist, wollen Sie aber vergessen machen. Reine Symbolpolitik, gut, dass die SED-Nachfolgepartei nichts mit Realpolitik am Hut hat. Das ist sicher jedem von uns klar. Denn Sie propagieren wieder den reinen Sozialismus. Deshalb fordern Sie auch, dass das bereits heute günstige Mensaessen noch billiger wird, indem die Landeszuschüsse erhöht werden sollen. Wissen Sie eigentlich, dass sich viele Familien aufgrund der fehlgeleiteten Politik der Altparteien überhaupt kein warmes Essen mehr leisten können? Wo bleiben Sie hier mit Ihren Ideen und Lösungen? Aber es wird noch besser, denn Sie möchten, dass die Versorgung auch abseits der Hauptmahlzeiten ausgebaut und verbessert wird. Die Studenten sollen unseres Erachtens lieber studieren und nicht noch weiter von dem abgehalten werden, werte Genossinnen. Dann wollen Sie, dass jährlich 2.000 neue Studentenwohnheimplätze gebaut werden. Hört sich gut an. Doch bei dem derzeitigen Fachkräftemangel, der auch auf Ihre Politik zurückgeht, und den immens hohen Preisen für Baumaterial, wird dies nur schwer umsetzbar sein. Andererseits könnte ja vielleicht der eine oder andere Langzeitstudent auf den Baustellen auch mal Realitätserfahrung sammeln. Aber Sie stellen auch noch die irrsinnige Forderung einer klimaneutralen Hochschule 2030 auf. Merken Sie eigentlich nicht, dass Sie in einer surrealen geistigen Umnachtung gefangen sind? Sehr geehrte Damen und Herren, unseren Studenten steht nicht nur ein kalter und dunkler Winter bevor, sondern auch noch ein besonders teurer. Zumal angesichts der Entwicklung zu befürchten steht, dass Sie über Monate hinweg weder beheizte Hörsäle noch die Bibliotheken benutzen können. Wir von der AfD fordern die Landesregierung auf, sofort Nägel mit Köpfen zu machen und ein angemessenes Hilfsprogramm für die Studenten aufzulegen, anstatt immens wichtige Themen weiter im internen Koalitionsstuhlkreisen zu zerreden und die Hochschulen am Ende im Regen stehen zu lassen. Der Antrag der Linken ist aber nicht dafür nutzbar. Doch beim Antrag der CDU und Grünen merkt man wieder die komplette Realitätsverweigerung. Schließlich war es nicht der Angriff von Russland auf die Ukraine, der die Energiekrise ausgelöst hat. Denn die Energiekrise war bereits im Januar dieses Jahres da. Die Energiekrise wurde ausgelöst von den Entscheidungen, die unter Merkel und der CDU und SPD getroffen wurden, als sie uns von Putins Gas abhängig gemacht und unsere Kern- und Kohlekraftwerke abgeschaltet haben. Zudem wurde die, Pol-
Zudem wurde diese Politik durch die SPD und Grünen und FDP fortgeführt. Hinzu kam die vollkommene Fehlbesetzung von Ministerposten, wie z.B. dem Bundeserstmal Nicht-Insolvenzvertreter-Minister und der Koboldin im Außenministerium. Und dann schießt er mit dem Rohr in die Luftabrüstungsministerin und allen voran der Meister im Spontanversagen. Vergessen Bundeskanzler. Und weil Sie allesamt dieser Politik nicht nur widersprochen haben, nein, sie auch sogar mitgetragen haben, deswegen sind Sie daran schuld, sonst niemand. Es stinkt Ihnen nur noch ganz gewaltig, dass durch den Angriff Russlands auf die Ukraine Ihre Fehlentscheidungen und die Ihrer Parteien jetzt so offensichtlich werden. Weil Sie aber Herr Abgeordneter Dr. Grobe, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Weil Sie aber nicht mehr manns genug sind, diese Fehler zuzugeben, sondern auch noch den schwarzen Peter immer wieder anderen zuschieben, kann kein vernünftiger Mensch Ihrem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Abgeordnete Eisenhardt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die AfD hat heute bereits zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb möchte ich mich direkt denen widmen, die sie verdienen. Die finanzielle Lage für Hochschulen, Studierendenwerke und Studierende ist schwierig. Die Krise ist untrennbar von ihrer Ursache, da dies oft vergessen oder bewusst negiert wird. Möchte ich sie explizit erwähnen. Die wohl hellseherische Fähigkeiten beim Vorbereiten dieser Rede. Russland hat völkerrechtswidrig ein europäisches Nachbarland überfallen und führt gegen das restliche Europa einen Energie- und Wirtschaftskrieg. Dies hat massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, private und öffentliche Haushalte. Die Politik muss nun gemeinsam die Herausforderungen bewältigen und die Folgen für die Menschen in unserem Land abmildern. Auch für den Hochschulbereich gilt, was für alle anderen gerade gilt. Die genauen Effekte der insgesamt 300 Milliarden Euro schweren Hilfen des Bundes sind noch nicht kalkulierbar. Doch es ist klar, sie werden wirken, mittelbar und unmittelbar, auch für Studierende, Studierendenwerke und Hochschulen. Und deshalb ist jetzt wichtig, das, was wir in der Corona-Krise mit den Hilfspaketen bereits mehrfach geübt haben. Erst muss der Bund entscheiden, wie seine finanziellen Hilfsinstrumente ausgestaltet sind. Und dann kann das Land sagen, wie es eben die Lücken füllt und darauf reagiert. Und hier zu sagen, das Land hätte oder die Fraktion hätten mit ihrem Antrag entschieden, den Hochschulen nicht zu helfen, ist unbegründet und falsch. Eine gute Finanzierung von Studierendenwerken und Hochschulen, genau wie gute Studienbedingungen für Studierende, sind für uns schon immer wichtig. Deshalb haben wir in den letzten Jahren die finanziellen Mittel deutlich erhöht. Dies trägt auch nun dazu bei, die Auswirkungen der Energiekrise abzumildern. Gerade bei den Hochschulen beginnen wir. Die Prognosen für die gestiegenen Kosten durch Energiepreise und Inflation sind für alle Hochschulen eine Herausforderung. Unterschiedlich stark, je nach Mix der Energieträger, bestehenden Verträgen, Fachbereichen und Gegebenheiten der Gebäude. Grob über den Daumen kann man zur Veranschaulichung sagen, die Mehrkosten entsprechen je rund einem mittelgroßen Fachbereich. Viele Hochschulen können kurzfristig auf Rücklagen zurückgreifen, doch nicht alle. Das gefährdet die erreichten Erfolge des Hochschulpakts. Mit dem Aufwuchs von 2,5 Milliarden Euro auf den Hochschulpakt haben wir einen Gestaltungsplus geschaffen, das Investitionen in Qualität von Lehrer, bessere Arbeitsbedingungen und exzellente Forschung, aber auch Investitionen in Neubauten und Sanierung ermöglicht. Die Hochschulleitungen stehen jetzt vor der Herausforderung, unter schwierigen Bedingungen für das nächste Jahr ihre Haushalte aufzustellen. Wir lassen sie in dieser Situation nicht alleine, sondern arbeiten gemeinsam an Lösungen. Wir stehen weiter zum Pakt, investieren zusätzliche Mittel für mehr Energieeffizienz und die Nutzung von erneuerbaren Energien für mehr Resilienz. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Hochschulen als Bildungseinrichtungen von den Entlastungspaketen profitieren. Für die Studierendenwerke ist die Situation leider nicht anders. Besonders auf den Mensen ist der Kostendruck enorm hoch. Durch das veränderte Studienverhalten sind viele Studierende noch nicht wieder in den Mensen, was die Situation der gestiegenen Preise zusätzlich verschärft. Die zweite Herausforderung ist im Bereich
des Wohnheimsbaus durch die gestiegenen Baukosten wie bei allen, die bauen. Wir haben im Bereich Wohnheimsbau in den letzten Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Mit einer kontinuierlichen Erhöhung der Mittel von insgesamt 5 Millionen Euro jährlich für die Studierendenwerke haben wir in Bildungsgerechtigkeit investiert. Auch hier gefährdet die aktuelle Krise die erreichten Erfolge. Auch hier bleibt abzuwarten, was das Doppelwumms für die Studierendenwerke bringt. Auch die Studierendenwerke werden wir weiter unterstützen. Über die finanzielle Situation von Studierenden haben wir berechtigterweise hier schon oft gesprochen. Rund 80% der Studierenden sind armutsgefährdet oder leben unterhalb der Armutsgrenze. Und dazu gehören auch viele BAföG-Beziehenden in Hessen aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, uns für eine ortsabhängige Pauschale und eine Öffnung des BAföGs im Bund einzusetzen. Und das haben wir im Bundesrat in der letzten Legislaturperiode des Bundes auch getan. Wir sind froh, dass in dieser Legislaturperiode im Bund die Koalition in unserem Sinne bereits erste Schritte für ein gerechteres BAföG getan hat und noch weitere angekündigt hat. Ich möchte an dieser Stelle exemplarisch einen Punkt aus Ihrem Antrag herausgreifen. Sie fordern, dass Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft als Diskriminierungskategorie ins Hochschulgesetz aufgenommen wird. Ich spreche den Punkt an, weil er mir persönlich auch sehr wichtig ist. Wir haben im Hochschulgesetz keine Negativliste, sondern eine Positivliste. Wir benennen, welche Bedürfnisse von Studierenden Hochschulen fördern sollen. Und wir haben hier bei der Novelle vor weniger als einem Jahr erstmals mit aufgenommen, dass die Hochschulen auch für die sozialen Belange zuständig sind, in engerer Kooperation mit den Studierendenwerken selbstverständlich. Und wir arbeiten auch praktisch an der Sensibilisierung für unterschiedliche soziale Herkunft. Durch die Förderung des Landes kann der Verein Arbeiterkind ganz neu Workshops für Mitarbeitende an den Hochschulen anbieten, damit diese die Herausforderungen besser kennenlernen und ihre Willkommenskultur noch diversitätssensibler gestalten können. Diese engagierte Arbeit ist wichtig, da sie grundsätzlich an den Strukturen ansetzt. Doch natürlich weiß ich auch, in der aktuellen Krise hilft das nicht, wenn das Konto leer ist. Deshalb begrüße ich, dass die Bundesregierung die Studierenden in dieser Krise im Blick hat. Ich möchte den Wohnbedarfszuschlag, der im BAföG gezahlt wird, herausgreifen, weil Sie, Frau Kuller, gesagt haben, der wird durch die Inflation aufgefressen. Ja, genau das ist doch die Idee, dass der Zuschlag, der jetzt gezahlt wird, die Einmalzahlung, der Heizkostenzuschuss dazu da sind, die Kosten der Krise zu finanzieren. Und auch die WG-Kasse wird durch die Gaspreisbremse Entlastung, die WG-Kasse wird durch die Gaspreisbremse Entlastung gebracht. Wir werden auch die Studierenden in dieser Krise nicht alleine lassen. Abschließend möchte ich noch ein paar grundsätzliche Sätze zum Antrag der LINKEN sagen. Ja, ich wünsche mir in diesen Zeiten manchmal auch, der Finanzminister wäre der Weihnachtsmann, bei dem ich eine solche Wunschliste abgeben könnte. Ich bin gespannt auf Ihre Haushaltsanträge. Nach meinen Schätzungen müssen Sie mit dem, was Sie in Ihrem Antrag aufgeschrieben haben, mindestens 2,5 Milliarden Euro für die nächsten 2 Jahre einplanen. Wobei, Sie haben das ja auch nicht in allen Punkten selbst aufgeschrieben. Viele Punkte sind ja von den Wahlprüfsteinen der Landesastenkonferenz kopiert. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich stimme mit der Richtung überein. Aber die Wegbeschreibung in diesem Antrag ist leider untauglich. Ich verstehe es gerade in einer Krise wie dieser, in der wir gerade sind, als Aufgabe von politischen Parteien, taugliche Wegbeschreibungen aus der Krise zu liefern, nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen, sondern sich auf das Wichtige zu konzentrieren, da zu helfen, wo es notwendig ist, denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Daran werde ich und meine Fraktion weiter arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Abgeordnete Deißler von den Freien Demokraten das Wort geben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in diesen Tagen beginnt hessenweit das Wintersemester. Für uns eine erfreuliche Nachricht und für uns Freie Demokraten ist und bleibt dabei klar, wir wollen keine geschlossenen Hochschulen.
Denn nach zwei Jahren, nach zwei Krisenjahren, nach zwei Corona-Jahren ist auch bei Studierenden die Krisentoleranz mittlerweile sehr niedrig. Denn zu sehr wurden sie in der Vergangenheit von den Verantwortlichen im Stich gelassen. Sie saßen Wochen, teilweise monatelang vor einem Meer aus dunklen, schwarzen Zoom-Kacheln. Sie hatten keinen Kontakt zu anderen Kommilitonen. Manch einer hat erst im zweiten Semester die Hochschule wirklich von innen kennengelernt. Und damals wurden sie im Stich gelassen. Heute erfahren sie Unterstützung von der Bundesregierung. Denn neben der BAföG-Reform greift die Bundesregierung Studierenden unter die Arme, zum Beispiel mit den 200 Euro, die jetzt auch für Studierende da sind. Aber nicht nur das. Denn die Energiepreispauschale haben laut Deutschem Studentenwerk 68% der Studierenden als Erwerbstätige genutzt. Und daneben haben wir den gestiegenen Mindestlohn, den Frau Eisenhardt schon erwähnt hat. Wir haben die angehobene Minijobgrenze, wovon auch viele junge Menschen, Studierende, profitieren. Immer mehr Menschen sind wohngeldberechtigt, also gerade für die, die eben nicht mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel geboren wurden, können davon profitieren. Und auch Strom- und Gaspreisbremse wirken bei Studierenden. Also das alles hilft den Studierenden. Und ich möchte mich bedanken, dass das heute zum Thema gemacht wurde in Ihrem Setzpunkt, denn es ist für uns wichtig. Es ist für uns wichtig im Bund und im Land. Was Sie jetzt allerdings hier vorgelegt haben mit diesem Antrag, ist eigentlich nichts anderes als die Mottenkiste linker Programmatik. Denn alle Klassiker sind dabei. Alle Klassiker sind dabei. Die Abschaffung von vermeintlichen Studiengebühren, die es gar nicht gibt. Die Entfristung von Beschäftigungsverhältnissen, hier wird vom Befristungswahn gesprochen. Das kostenlose Semesterticket, ja, absoluter Klassiker. Aber auch die Verdammung von Drittmitteln als marktwirtschaftliche Instrumente. Und. Also Sie motten aus, haben noch einmal alles aufgerollt. Wir bleiben fokussiert. Und deswegen fokussiere ich mich auch speziell auf drei Themen. Weil bei dem ganzen Potpourri konnte ich mich kaum entscheiden. Aber ich bleibe bei drei Themen. Zum einen beim BAföG. Zum anderen bei den Heizkosten. Und das dritte ist Zukunftssicherung des Hochschulbetriebs. Das erste Thema, BAföG. Eigentlich fast das Wichtigste, weil es ja direkt wirkt. Und da muss ich sagen, Sie sind zu spät. Die BAföG-Reform, die Sie hier fordern, wo die Landesregierung sich für einsetzen soll, die gibt es doch schon längst. Die ist doch schon durch. Wir haben sie auf Bundesebene beschlossen mit der Ampel. Doch, doch, wir haben sie beschlossen. Der Höchstbetrag wurde angehoben. Ist es nichts? Ist nichts, okay. Okay, alles klar. Dann haben wir noch mehr. Wir haben noch mehr. Denn der Elternfreibetrag wurde angehoben um 20%. Ist das auch nichts? Okay. Dann die Altersgrenze bis 45 angehoben. Ist das auch nichts? Studierende, die nicht zu Hause leben, profitieren daneben auch noch vom Heizkostenzuschuss in Höhe von 230 €. Ist das auch nichts? Und damit noch nicht genug. Das geforderte Notfall-BAföG ist auch Teil der Reform. Man hat sich jetzt schon für zukünftige Krisen gewappnet. Frau Abgeordnete Deißler, lassen Sie eine Zwischenfrage der Fraktionsvorsitzenden Kula zu. Und damit noch nicht genug. Das Notfall-BAföG geht sogar noch einen Schritt weiter, denn es umfasst nicht nur die Studierenden, sondern auch in einem Krisenfall kann es ausgeweitet werden für Schülerinnen und Schüler. Also wenn das nichts ist. Und wir sind noch gar nicht fertig in Berlin, liebe Frau Kula. Das kann ich Ihnen direkt noch mitgeben, denn das elternunabhängige BAföG wird auch noch kommen. Und wenn Sie mir gleich erklären wollen, warum das nichts ist, da bin ich gespannt. Und während die letzten Bildungsministerinnen den Kreis der BAföG-Empfängerinnen oder der potenziellen immer kleiner gemacht haben, machen wir jetzt in Berlin das Gegenteil. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger kümmert sich um eine Bildungsgerechtigkeit und hat das BAföG substanziell reformiert. Und jetzt, nachdem all das durch ist, jetzt drei Monate nach der letzten BAföG-Reform wollen Sie, dass wir uns hier im Land noch einmal dafür im Bund einsetzen. Das ist absurd und nichts anderes als Augenwischerei. Dann komme ich zu meinem zweiten Thema. Denn nach zwei einsamen Corona-Jahren vor den schwarzen Kacheln droht Studierenden nun auch die Kälte im eigenen WG-Zimmer. Und das müssen wir alle gemeinsam verhindern.
Würden nun die Hochschulen schließen, dann lagern wir die Heizkosten doch schlicht auf die Studierenden aus. Es ist ja nicht so, als müssten die dann nicht daheim heizen. Und viele von denen werden das nicht tragen können. Das ist uns hier hoffentlich allen bewusst. Und daher bin ich dankbar, dass die hessischen Hochschulen bereits unter größtmöglichstem Einsatz nach Wegen suchen, um lange Weihnachtspausen, verkürzte Öffnungszeiten oder kalte Räume zu verhindern. Und im Austausch mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Universitäten wurde in der vergangenen Woche klar, auch das haben wir gerade schon gehört, ein weitgehender Regelbetrieb, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, ist nur möglich, wenn wir die Hochschulen nicht mit der Energiepreissteigerung alleine lassen. Und das dürfen wir alle nicht tun. Dafür sitzen wir hier heute zusammen. Und dieser Antrag, den Sie vorgelegt haben, liebe Linke, ändert daran gar nichts. Jetzt werfe ich mal einen Blick in die Glaskugel, denn ich weiß, was gleich von meiner linken Seite kommen wird. Frau Staatsministerin Dorn, ich prophezei mal, dass gleich wieder die 4% angeführt werden, jährlich steigernde Grundfinanzierung der Universitäten. Das ist etwas Besonderes. Ja, das stimmt. Andere würden sich das wünschen. Das stimmt auch. Das ist einmalig, stimmt auch. Aber die 4% sind doch schnell ausgegeben. Denn Tarifsteigerungen, inflationsbedingte Preiserhöhungen bei wichtigen Mitteln für Lehre und Forschung oder auch bei Bau- und Sanierungsprojekten sind nur Beispiele für jene Posten, die eben aus den 4% finanziert werden müssen. Und Ihre 4% reichen teilweise nach aktueller Schätzung nicht einmal aus, um die Energiekosten aufzufangen. Wenn man die Axt also nicht an Leuchtturmprojekte legen will, wie die Vorbereitung der nächsten Exzellenzinitiative, dann muss man den Hochschulen hier künftig unter die Arme greifen. Und der Ruf nach mehr Engagement der Landesregierung wurde ja von den Unipräsidenten vergangene Woche auch laut. Wir Freien Demokraten unterstützen das ausdrücklich. Und jetzt muss ich doch noch einmal zur Linksfraktion zurückkommen, denn auf der einen Seite in Ihrem Potpourri-Antrag fordern Sie ja eine bessere Finanzierung von Hochschulen und Studierendenwerke, und auf der anderen Seite wollen Sie Drittmittel und Semesterbeiträge, also zwei elementare Säulen der Studienfinanzierung, kürzen. Das passt nicht zusammen, das ist absurd. Und bei meinem dritten und letzten Thema: Wenn wir nun kalte Wohnungen verhindern, und das tun wir, das haben wir getan mit der BAföG-Reform in Berlin, und wenn wir schwarze Kacheln nicht zur Normalität werden lassen, und auch das haben wir als Zusage von den Hochschulleitungen, und wenn die Landesregierung sich jetzt nur noch ein bisschen bemüht und nicht nur bei den 4% beharrt, sondern auch noch anderweitige Hilfe für die Hochschulen zur Verfügung stellt, dann haben wir gleichzeitig alle miteinander Sorge zu tragen, dass in den Hochschulen, und diese haben nun einmal einen großen Energiebedarf, das liegt an den Räumen, an den Forschungseinrichtungen, dann dürfen wir keine Chance vertun, unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern. Entschuldigung. Und in den Unis gibt es eben das Potenzial, Energie einzusparen. Das gelingt aber nur, wenn wir energetische Sanierung dort vornehmen, wo es nötig ist. Und das ist eben unter anderem auch im denkmalgeschützten Bestand. Das führt zu einer Entlastung der Hochschulhaushalte und verbessert die Arbeits- und Studierendenbedingungen. Schwarz-Grün hat das im Antrag aufgegriffen. Auf den möchte ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Denn darin steht, dass man den bestehenden Maßnahmen aus dem Kommenschulprojekt ein Sonderprogramm mit 14 Millionen Umfang zur Verfügung stellen möchte, speziell für Photovoltaikausstattung. Und damit wir uns da auch nicht falsch verstehen, das finden wir grundsätzlich gut. Das haben wir auch gestern hinterlegt mit unserer Änderung, mit unserem Vorschlag zur Änderung zum Denkmalschutzgesetz. Aber warum kündigen Sie denn mit Ihrem Antrag hier etwas an, das wir eigentlich in den letzten Haushaltsberatungen schon beschlossen haben? Denn es ist nichts anderes als ein Überbleibsel des verfassungswidrigen Sondervermögens, das Photovoltaik-Sonderprogramm. Und das ist im Haushalt verankert. Wenn man also neue Mittel bräuchte, weil schon alles weg wäre, dann wären wir ja dabei, weil wir das ja grundsätzlich gut finden. Aber die PV-Sondermittel sind ja bislang fast unberührt. Das gesamte Förderprojekt hat ein Volumen von ca. 60 Millionen. Ein Großteil davon fällt auf das Sonderprogramm. Und davon sind im ersten Halbjahr dieses Jahres 5,4 Millionen Euro abgerufen worden. Also 5,4 Millionen von 60. Und das sind ja gerundet nicht mal 10%. Und jetzt frage ich Sie, was ist denn da bisher passiert? Oder eher, was ist da bisher nicht passiert? Woran hapert es denn? Hapert es an Anträgen, an den Verfahren? Und warum sind Sie denn jetzt zuversichtlich, dass, wenn Sie noch mehr Mittel in das bestehende Programm gehen, dass dann noch mehr abgerufen wird auf einmal? Also, was Sie machen, ist absurd. Das ist so, als würde man versuchen, eine Regenrinne
mit noch mehr Laub zu reinigen. Es wird schlicht nicht funktionieren. Also machen Sie sich an die Arbeit, hinterlegen Sie das mit konkreten Projekten, bilden Sie es vor Ort ab und lassen Sie es nicht nur ein Papiertiger im Haushalt bleiben, sondern machen Sie sich an die Arbeit vor Ort. Vielen Dank. Vielen Dank.